Zusammenfassung der Pressekonferenz. Das EDA äußerte sich am Dienstag zur aktuellen Situation in der Ukraine. Lydia Loy, Staatssekretärin EDA, sagte, dass die Schweiz sehr besorgt sei. Die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk durch Russland werde von der Schweiz verurteilt. Die Schweiz anerkennt die Unabhängigkeit dieser Gebiete nicht. Sie bleiben Teil des ukrainischen Staatsgebiets, sagte Loy. Weiter machte sie einen Aufruf an Russland, das Minsker Abkommen einzuhalten. Der russische Botschafter in Bern wurde am Dienstagmorgen ins Aussendepartement bestellt, wo man ihm die Position der Schweiz kommuniziert habe, sagte Loy weiter. Sicherheit der Schweizer und Schweizerinnen in der Ukraine. Laut dem EDA befinden sich zurzeit 269 Schweizer Staatsangehörige und Doppelbürger in der Ukraine, 10 davon in Donetsk. Die Schweizer Botschaft sei offen und operationell, die diplomatischen Aufgaben werden weiterhin wahrgenommen, erklärte Botschafter Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenzentrum EDA. Sanktionen. Der Bundesrat schließt sich den Sanktionen der UNO an, nicht aber die der EU und der USA, sagte Lydia Loy. Der Bundesrat werde darüber entscheiden, es komme darauf an, wie sich die Situation entwickle. Die Schweiz ist gut aufgestellt, auch bei Finanzfragen, so Loy. Die Banken wüssten gut, wem welche Gelder gehören. Die könne man dann schnell sperren. Folgen des Konflikts für die Schweiz. Wenn die Sicherheit in der Ukraine bedroht sei, würde es das Gleichgewicht in Europa massiv stören. Folgen könnten Flüchtlingsströme sein. Künftige Beziehung zu Russland.